Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken Clash Royale in der Free-to-Play-Challenge gegen G-Time. Der wird das jetzt auch zocken. Der hat es auch schon viel gezockt. Der hat heute angefangen, ist schon bei 1000 Trophäen und Königslevel 5. Wir wollen jetzt über 2-3 Monate zocken. Wer es zuerst schafft, sein Deck und sein Königslevel auf Level 9 zu bringen, auf Turnierstandard. Wer das zuerst erreicht, dann noch so eine Nebenbei-Challenge. Wer hat zuerst eine Legendary-Card? Sprich, wer hat zuerst 500 Juwelen, um sich dann eine Kiste zu organisieren? Oh, das ist nice. Da nehme ich ja gleich mal ordentlich was mit. Ich habe schon ein bisschen gezockt. Es ging schon ganz gut. Du bist gerade bei etwas über 1000 Trophäen. Ich bin bei 500 Trophäen. Was ich noch ultra geil finde, das gab es ja früher gar nicht. Dieser Grind durch die Arenen, dass du jedes Mal, wenn du 50 Trophäen bekommst, du kriegst Gold, du kannst dir eine Karte aussuchen, du kriegst Gems, du kriegst Kisten, das wird immer mehr. Das gab es ja früher alles gar nicht. Also da kam auf jeden Fall sehr, sehr viel rein für die Free-to-Play-Spieler. Wenn ihr diese Challenge verfolgen wollt, in Clash Royale oder auch in Clash of Clans, dann machen wir das ja auch, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, ich fange jetzt an, sammle erstmal meine Karten ein, die hier über Nacht geöffnet wurden. Ich will auch mal gleich dein Deck sehen, was du da zockst. Wir haben hier einen Free-to-Play-Clan. Mods, holt da mal gerne noch ein paar... Ach, halt's Maul. Bigspin ist bei 4000 Trophäen. What? Deswegen sag ich ja, mein Ziel ist eher so das Persönliche gegen dich. Ich glaube, gegen die brauche ich gar nichts erst versuchen. Was? Also hey, der hat gestern angefangen. Werf ich einmal drauf. Was soll's. Treffe ich noch den Hunter? Das war ein bisschen lost. Das war ein bisschen lost. Egal, jetzt mal einspielen. Erste Runde... Der kommt nach hinten, dann machen wir die Skelette hin. Der spielt ja richtig aggressiv. Was ist denn mit dem los? Der, wie aggressiv spielt denn der? El Padre. Ich weiß nicht, ob der lost ist oder ob das gut ist. Der setzt sich so unter Druck, dass ich keinen Cycle zustande bekomme. Ich würde gerne auch mal dein Gameplay später sehen. Das interessiert mich. Nicht One-Shot, ne? Also ich sag mal so, ich gebe mein Bestes, versuche auch Sachen immer auszukontern. Aber ich mache auch, denke ich mal, noch sehr viele Fehler. Der weiß ganz genau, dass er aggressiv spielen muss. Der kriegt beide Türme. Ich kann es gar nicht kontern. Das ist das erste Mal, dass ich hier gegen jemanden spiele, der komplett weiß, was er macht. Jetzt hat er wieder Mini-Packer. Der dreht sich hier im Kreis. Den Turm lasse ich fallen. Jetzt kommt ein Giant nach hinten. Letzter Angriff. Das war der Verteidigung mit Mini-Packer. Jetzt habe ich jetzt hier die erste Runde verkackt, Mann. Holy shit. Wird er jetzt vielleicht ein bisschen gierig? Das war gut, das war gut. Hat er jetzt noch Skelette? Ah, ist auch geil. Nächster Hunter, der Turm fällt, glaube ich. Und den Turm kriege ich verteidigt. Alter, das wird ein... Der Gegner war zu gierig! Ich glaube, der Gegner war zu gierig. Aber jetzt muss ich auch aufpassen. Jetzt muss ich auch aufpassen mit dem Cycle. Nicht, dass er hier gleich sein... Schweinereiter durchbekommt. Alter, das wird ein ganz intensives Game gleich als erste hier. Das ist direkt down. Kriegt das Musketier den Baby Dragon down? Das wäre sehr wichtig. Schnell den Hunter geplaced. Komm schon, schieß, 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 schieß. Kein Shot abbekommen, geil. Ich bin hier komplett direkt erstes Game gegen Endgegner. Noch ein Giant vor. Der hat echt ein geileres Deck. Jetzt kommt gerade Damage rum. Den nächsten Hunter gesetzt. Der kann hier wieder wegbürsten. Feuerball. Das ist der Win. Es war einfach ein cleanes Game. Könnt ihr mir nicht erzählen. Wie er atmet. Ich war unter Anspannung. Ich setze meinen Hunter diesmal ein bisschen später. Wusste ich, dass dann Feuerball kommt. Wie geil bin ich? So, Kyrie kriegt da dick was. Wenn ich den Giant noch vor den Hunter kriege. Oh mein Gott. Also G-Time. Sorry. Ne? Nein! Ah, wieder ein Feuerball ready. Feuerball von ihm ist überlevelt. Was für ein Scheiß, ey. Ne, ich hab's voll im Blut, Alter. Ich spür's noch richtig. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Hä? Hä? Hier ist ein Skelett in meinem Turm. Verloren. Ich hab verloren. Alleine. Ich hab's gewusst, Alter. Digga, ein Golem? Das ist das erste Mal, dass ich gegen einen Golem auf dem Account spiele. Der muss einfach was dahinter setzen, das ist ein 3-Star. Ich versuch den Push irgendwie aufzuhalten. Oh Gott, ein Skelett. Ist der Turm weg? Dumm. Ne, hat noch ein Bomber. Ein Skelett. Digga, ein Golem gegen einen Turm Level 3. Wer denkt sich denn sowas aus? Das macht doch keiner. Oh, was ist das denn? Digga, der hat einfach einen Golem, der Gegner. Den bekommst du auch bald. Ist doch voll krank, oder nicht, ein Golem? Nee, Golem sackt. Golem. Guck mal, Golem ist voll easy für dich. Golem-Hexe ist doch voll heftig gegen Giants. Nein, der Golem ist nicht heftig. Setz einfach dein ganzes Backup ein. Das ist dann 3 Stunden im Golem. Da hast du so viel Elixier, dass du easy einen Giant vorpacken kannst. Und dann nimmst du ihn. Oh, dann hat der Cycle wohl nicht gestimmt. Das war geil. Ich glaube, das war ziemlich geil. Der hat noch einen Kobold-Fass. Das ist mir zu stark. Oh, jetzt kann er, glaube ich, nicht den entscheidenden Fehler gemacht haben. Jetzt kommt die Gegenoffensive. Da ging ein bisschen zu viel down. Hat er noch Pfeile? Ich hoffe nicht. Was, Digga? Der hat Pfeile und einen Feuerball und... Mann, der hat auf alle... Ja, what the fuck? Was für ein Drecksgame. Pixel hatte gerade ein Drecksgame, tatsächlich. Komm schon, mach Damage, Leute. Oh mein Gott. Ich hatte ein einfach fantastisch gutes Game. Es war einfach. Es ist einfach. Es ist halt so, wenn man es halt so wenig verlernt und 1,5 Jahre nicht richtig zockt, aber auf diesem Level noch spielen kann. Ich muss einfach lachen, weil ich so gut bin. Also das klingt jetzt ein bisschen fies. Aber es entspricht der Wahrheit. Nö. Was ist mit Floppy? Floppy ist im Urlaub noch. Den musst du anhauen. Ich hab ihn, er hat doch schon in der Gruppe geschrieben. Der Typ fährt den ganzen Tag nur Ski. Das kann er nicht machen, Mann. Doch, kann er. Skifahren. Ja, Chef Strobel hat auch in die Gruppe geschrieben. Wie macht man einen neuen? Chef Strobel, wie machen, Junge? Oh, das kotzt sich, Alter. Der kotzt sich so hart. Junge. Lass ohne Scherzrubel machen. Lass ohne Witz. Der kotzt sich zu krass. Ich frag ihn mal, warte, ich schreibe ihn mal. Nee, da kotzt sich, Digga. Wie macht. Nee. Warum hat der Gegner meinen Turm, wenn ich fragen darf? Digga, meine Kobolde sind dumm. Ich kann so nicht spielen. Die sind zu dumm. Der hat gerade 3-mal daneben gestochen, neben dem Mauerbrecher. Der ist hingefallen und hat sein Messer verloren. Übel gechoked. Der hat nichts hingekriegt. Oh, ich liebe es ja, wenn ich in einen Schweinereiter setze und du hast einen Hunter auf der Hand, ne? Und der pumpt den geil, so die Schrotladung rein. Richtig satisfying, ja, Mann. Ja, ist es einfach so. Vor allem das Dümmste am Verlieren ist ja, dass du verloren hast. Oh, Rakete, okay. Scheiße. Mit Lockbait. Ich spiele Classic Lockbait. Alter, der Hawk Rider geht so down, das ist es. 1000 Trophäen. Es schmeckt. Es ist fantastisch. Mach ich auch immer so, guter Play. Macht Spaß. Oh Gott, das war dumm. Er spielt Giant Skeleton Prinz. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Okay, mein Gegner macht nichts, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ziemlich gut. Wie zum Beispiel die zwei hier. Die würden bestimmt gerne helfen. Wenn du Bock hast.
Ja, wenn die Lust haben, klar, gerne. Kanntet ihr beide G-Time vorher? Nee. Ich hatte ihn auch gar nicht auf dem Schirm, aber G-Time ist der fünftgrößte Streamer Deutschlands. What? Ja. Hab ich auch nicht gecheckt. Wie viel Follower hast du, G-Time? G-Time guckt sowas nicht. G-Time guckt nie, wie viel Follower hat. Er weiß auch nie, wie viel Zuschauer er hat. Das blendet er alles aus. Aber der macht ständig 5-Tage-Streams. Ich weiß auf jeden Fall, ich bin kurz vor 600.000. What the Alter. Fuck, Junge? Wie viel genau kurz vor 600.000? Das interessiert mich jetzt auch nochmal. Ich glaube, es sind knapp 10.000. Alter. 600.000? Wie viel hat Knossi gerade? Ah, der hat zu viel, ne? Ja, der hat mich, glaube ich, richtig krass überholt. Echt, Digga? Ja. Kann Knossi... Knossi ist halt ein bisschen, der ist halt. Ich freue mich, wenn ich im Stream 2000 Follower mache. Das ist eine schöne Sache. Aber wenn dann Knossi irgendwie Bushido einlädt und einem Stream 36.000 Follower macht, Digga, da kriege ich dann. Da komme ich ein bisschen ins Bammeln, ist klar. Da kann ich nicht mithalten. Krank. Morten hat 1 Million Karten in der Grand Challenge gewonnen. Bigspin auch, oder? Nee, ich habe irgendwann aufgehört. Was? Du hast bei 973.000 aufgehört? Ja, Junge, Grand Challenge spielt überhaupt nichts. Ich hab Max Account, was soll ich machen? Ich hab 1,3 Millionen, habe ich, glaube ich. Ja, aber. Was? Er spielt Magier Level 11 und spielt die auf Level 8. Wie du bist er? Leute, wir haben Frozen Peak erreicht. Sehr nice. Frozen Peak, mega nice. Nächstes Ziel ist die Knochengrube. Let's go. Nice, CJF. Foxig. Boah, das zacken, glaube ich, richtig hart. Ich bin doch nicht so im Gebäude mit einer Level. Beim Unterlevel zacken die ja mega hart, glaube ich. Ich hab gechoked. Die Gebäude sind nicht so geil wegen einer Level. Ja. Ich hab gechoked. Boah, noch gerettet. Ich hab's noch gerettet. Geht weiter. Der Gegner spielt ein absolut mächtiges Drecksdeck. Ich bin richtig sauer auf ihn. So, der wird jetzt kurz hops genommen, der Matteo. Der gegnerische Prinz chargt in meinen Turm und er hat nur noch 400 HP. Der One-Shot nice. In meinen scheiß Turm. Okay, Snowball. Ich hab keine Chance, halten. Digga. Ich hab keine Chance gegen ihn. Ich hasse ihn Junge, so. Junge, schon wieder dieser räudige Rambock. Ich hasse meinen Gegner, ich hasse ihn, ich hasse Tornado, ihn so okay, sehr. Alles okay. Ich empfinde so tiefen Hass. Ach Gott, reicht das bitte? Ja. Der ist so kacke, Alter. Friss Scheiße, Alter, der ist so kacke. Der ist so kacke. Der ist, guck mal, wie sauer der ist. André aus Os Gosmentos. Scheißkerl. Sehr, der hat geschrieben, Morten ist ein E-Sportler, Big Spin ist nur Content Creator. Was sehr. Was ist da dran? Was ist da? Plus 27. So, ein Game noch, dann müssen wir prayen. Ich hab's richtig massively verkackt. Warum gibt's so viele Bots? Keine Ahnung. Spielt schon wieder Zwerpack, aber was ist denn mit ihm? Du spielst nur gegen Big Spins, ja, gefühlt schon. Durch. Packer Level 7, das war's. Digga, jetzt mal ohne Witz, du kennst mein Deck, ne? Du kennst mein Deck, Big Spin. Oder? Kennst du. Du kennst doch mein Deck, oder? Ich kann wieder aufgeben. Giant Push, er spielt... Wenn ich gleich den Freeze bekomme, dann bin ich aber sauer. Ich will überlegen, ob wir einfach mal... Ach ja, das ist gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nice, schreibt jemand bei mir rein, Drecksstream, nie bekommt man eine Antwort. Deine erste Nachricht war, Drecksstream, hier bekommt man nie eine Antwort. ich hab das schon mal gesagt, ich feiere das extrem, wenn du als Content-Creator einfach übelst angegangen wirst. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du zum Beispiel, du bist so ein Typ, du würdest keiner Fliege was zuleide tun. Genauso wie zum Beispiel Spark of Phoenix oder... Dich gibt's gefühlt in jedem Game. Weißt du, was ich meine? In jedem Game gibt's so einen Big Spin gefühlt. So einen übelst analytisch denkenden Dude, der das Game voll drauf hat und so ein ganz lieber ist und nirgendwo jetzt hier Streit sucht oder sonst was, ne? Deswegen feiere ich das immer extrem, wenn du einfach unter deinen Videos, bei dir gibt's keinen Grund zu haten, Alter. Und dann sehe ich in deinem Kommentarbereich einfach Big Spin, du Hurensohn. Und da muss ich einfach jedes Mal so lachen, weil das so dumm ist. Und ich denke mir dann einfach, what the fuck? Warum Big Spin? Und was denkt sich Big Spin in der Situation da gerade? Gold, Gems, Eisbird, Elixierpumpe, Bogenschützen, Barbarenhütte. Haken wir ganz schnell ab. Och man, warum kriegen wir mal Barbarenhütte und Koboldhütte und Giants Gelten? Warum habe ich jetzt kein Feuer im Cycle? Digga, das ist komplett... Ich habe ein ganz, ganz knappes, krankes Game.
Holy shit, das muss ich gewinnen. Wir sind in der, wir sind in dem KO. Nächste Trophäe, ja. Aber nicht in dieser Trophäe nicht weiter. Oh, sehr gut. Ein Hit vom Giant, noch ein, komm schon. Noch komm, egal, warum Freecon. Da kann ich nichts. Trimic spielt Tyback vs. Bots, GG. Spielst du echt gerade gegen Bot? Nein, 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 der ist übel krass, der ist übel krass. Du bist immer noch gegen Girls Out, Junge. Der ist echt oh krass, der hat's in sich, der also. Typ. Der kann man überhaupt gegen Bots theoretisch verlieren? Ja, klar. Aber da muss man echt schon richtig... Doch, doch, das geht. Ich hatte letztens den Stream von Schiff Strobel offen. Ich wusste es. Das ist Bot gegen Bot. Kommt. Ich wusste es einfach. Das ist es, das ist der Win. Alter, übel geiles Game. Muss ein guter Feuerball werden. Und der war gut. Oh, lässig. Die Bombe ist vor der Hexe. Oh, du hast so ganz tolle Tone gespielt, glaube ich. Bitte, Ballon, mach kein Hit. Ja, moin, Alter. Wie broken ist Ballon? Ja, moin. Digga. Oh, doch, ist richtig. Aber der Level 8 Prinz, der tut schon gut auf 2500 Pokalen. Oh, der Packer ist total überfordert. LOL, guck mal, die Hexe lebt immer noch. Sehr nice Game, Leute. Wenn er jetzt einen Packer setzt, bin ich komplett im Arsch. Anursi, danke für den Sub mit Prime. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie Schaden zu machen. Sehr geil. Dass der Giant den Turm du wirst easy überholen, ja, sehe ich genauso. Danke, Leute. Bam. Nee, kein Hit. Kein Hit, ich kotz. Ich kotz, ich kotz, ich kotz, ich kotz. Ich hab alles auf eine Karte gesetzt und das war's. Okay, Gold. Jetzt brauchen wir noch drei Games für die Jungle Arena. Okay, da kriegen wir auch dann eine Giant Chest. Okay, weiter geht's. 2-5 schon. Die Bombe ist nicht am Turm, oder? Oh. Hilfe, Leute, Hilfe. Mein Giant. Oh, das war nice. Das war nice. Oh, wenn die Hexe überlebt. Mayday. Jetzt habe ich Doppelhexe. Das ist wiederum ziemlich nice. Digga, gewinne ich das noch? Ich muss nur ein bisschen Flächenschaden noch rankriegen hier. Das ist gewonnen! Was für ein geiles Game! Alter! Hat der verkackt? Geil. Der kontert mich und ist dumm. Ey, da muss ich jetzt Glück haben. Theoretisch kann ja schon Legendary drin sein, oder? Wie hoch bist du? 1400 Trophäen. Glaub schon. Bin mal gespannt. 6 Skelette, das sieht bisher düster aus. 22 Kobolde brauche ich. Bitte, Giant Skelly. Barbarenhütte ist kacke. Mauerbrecher, bitte. Unglaublich scheiße. Barbarenrolle, scheiße. Koboldfass. Oh Mann, ich hab totale geil. Kacke bekommen. Mauerbrecher, Barbarenfass und Koboldfass und eine Barbarenhütte. Die der zwei nicht zocken und dann ein Game machen. Was, der kriegt keinen Shot mehr raus? Starke zwei Türme verloren. Zwei Türme verloren. Ach, Digga, manchmal verkackt man auch. Manchmal hat man einfach ein schlechtes Game. Richtig? Okay, das hat niemand gesehen gerade, was hier gerade abgeht. Ja, bei mir auch nicht. Ne, dumm. Dass du Quest, die du annehmen kannst. Turm ist auch down. Stimmt. Ich werd so auseinandergenommen, Alter. Legendary King Chest. Ja, nein, das ist der erste E-Babs-Gegner. Geil. Genieß ihn. Durch den Bob. Bot. Ist einfach viel Level über. Wenn ich das noch comebacke, dann bin ich halt auch irgendwo brutal krass in dem Spiel. Oh, wenn ich das noch gewinne, ne? Wenn ich dieses Game noch gewinne, dann bin ich einfach wirklich. Max weiß, dass er gegen Bot spielt. Schnellpfeile, schnell, 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 schnell. Scheiße. Geiles Game, Leute. Wie hoch bist du? Das ist der Turm. Alter, übel krank bei mir. Wir haben beide zwei Türme down. Okay, Leute, wir nehmen die Gang, hab ich überzeugt. Ich bin übel am Perform. Guck dir dieses Game an. Oh Gott, das ist jetzt nicht so gut. Der Schweinereiter wird Damage machen. Aber da sind Kobold und Skelett. Das geht aber klar, das geht doch klar. Gems. Oh, gut, das ist jetzt habe ich das gewinne ich, das gewinne ich, das gewinne ich. Oh mein Gott, Alter, danke, wie Mann. Geil. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Da waren unglaublich geile Fights dabei. Die Free-to-Play-Challenge. Unglaublich geil. Ich freue mich morgen da direkt schon weiterzumachen. Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.